Hallo zusammen, ich klopfe mal kurz an und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja. Genau, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich glaube, hier war schon ein Zombie dran am Wüten, oder? Sieht zumindest so leer aus. Hier ist nichts mehr drin. Leute, es ist nichts mehr drin. Geil. Oder sehen die anders aus, die Gebäude hier? Also Gebäude im Sinne von... Na, ihr wisst das mal. Ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich, wenn ich hier wohnen würde und würde hier aus dem Fenster gucken und hätte diese Sicht. Ist doch klar, dass man hier zum Zombie wird, ey. Der. Ja, komm, mitnehmen können wir es ja erstmal. Das nehme ich nicht mit. Das ist mir. Nein. Das muss dann doch nicht sein. Hier ist kein Zombie drin. Echt jetzt? Hier ist kein Zombie drin. Und ich gehe so leise extra. Shotgun Slugs, schön. Kennen wir aber schon. Das Ding haben wir mal klein. Und das Ding hier auseinander. Dann nehme ich den auch noch mit hier, dann ist das auch komplett putzt das Haus hier. Lampen könnte man noch machen, ne? Ja, bringt's aber nicht. So. Daraus machen wir direkt mal Stoff wieder. Ich kann mal was trinken. Kann ich eh. Daher war das ganz gut. Ich glaube, das ist jetzt was ich nicht machen muss, ne? Nee, ich glaube, das muss ich jetzt wirklich nicht machen. Da noch zu gucken. Nee. Oh, hier gibt's Brass. Ja, warte mal, die kann ich abbauen, ne? Mhm. Müsste am Ende trotzdem Brass raus. Ja, kommt, okay. Und Brass House lassen wir natürlich nicht außen vor. Das nehmen wir natürlich dankend mit. Das ist ein großer Fernseher. Hat mich gehört. Oder? Ich dachte eigentlich, ich kriege Besuch, aber anscheinend doch nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich lasse ihn einfach mal ganz kurz noch da. Ich habe da so einen kleinen Verdacht. Blei. Ich glaube, den kann ich scrappen. Ich glaube, da wird mir keiner böse drum sein. Ich glaube, das ist okay für euch. Also das Messing möchte ich natürlich eigentlich nicht scrappen. Das ist klar. Denke ich mir mal, da müssen wir nicht drüber reden. Das würde ich ganz gerne so lassen.
in der Not würde ich auch noch die kleinen Messing-Dinger hier scrappen. Also, nee, jetzt ein bisschen Wasser an hier. Aber hier die ganzen, ja, habe ich jetzt nicht einmal. Aber die anderen kleinen, ihr wisst, was ich meine. Die kleinen Pokale. Oh. Ja, schön und gut. Drücken wir uns hier direkt mal rein. Schade, was anderes hätte ich jetzt eher gebraucht. Ja, gut, okay. Ach, wisst ihr was? Komm. Bringt ja nichts. Ich wollte den ja mitnehmen. Aber wenn ich den scrappe, was bringt der? 12. Ach, wisst ihr was? Komm, haut raus. Wir scrappen das jetzt einfach. Dann haben wir mehr Platz. Ist okay. War da noch eine Lampe? Habe ich schon gemacht. Ich bin schon gewundert, dass jetzt nicht aufgewacht ist, weil ich hier hochgestapft bin. Bisschen Licht reinlassen hier. Irgendwas kann ich hier nicht aufnehmen. Achso, die Dinger. Na, mach schon eine. Ist er hier drin? Oder nicht? So, die letzten zwei, ja. Kann ich auch hier mitmachen. Schon wieder. Dieses Mal habe ich es aber. Ha, dieses Mal nicht, Leute. Dieses Mal. Echt jetzt? Ich bin voll. Oh mein Gott. Kurz erwarten hier. Dann klopfen wir schon mal den Safe auf, würde ich sagen. Aber ich stelle hier mal sicherheitshalber. Okay, kann ich nicht. Dann stellen wir was davor. Einfach nur, damit die Zombies nicht, wenn sie hier reinrennen, direkt hier hochrennen können. Ja, was fehlt uns an Loot? Eigentlich fehlt uns nichts mehr an Loot, aber... Ne? Wir wissen es ja. Kennt es ja alle. Minipacks jetzt. Nicht schlecht. Das lohnt sich. Ja, Platz habe ich nicht mehr, ne? Würde ich sagen. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wo sind sie denn? Ja. Pistolendinger kann ich auch noch zusammensetzen, sehe ich gerade. Zack. Zack. Auch eine angefangene Pistole hier. Machen wir das so. Hier ist nichts drin. So, dann würde ich Ihnen sagen, gehen wir mal eben zur Kiste. Mal ein bisschen leer machen hier. Ich
ich hier noch Federn drin? Müsste ich eigentlich dabei haben, ne? Federn, ja, habe ich. Dann kann ich hieraus zumindest mal eben 4 Bolzen machen. Den Minibike-Sitz würde ich... Wartet mal, das machen wir anders. Das assemblen wir. Dann ist hier ein Schuss da auch raus. Das kostet doch eh gleich 10 Euro, komm her. So, den Minibike-Sitz würde ich mal eben an meinem Minibike montieren. Holz. Was haben die alle Holz dabei hier? So, Minibike-Sitz. Ja, der ist besser. Zack. Dann passt das. Der kommt weg. Doch. War richtig. Ja. Okay, dann holen wir mal eben den restlichen Rotz von da oben raus und dann gehen wir ins nächste Haus rüber. Gucken, ob es schon wieder Respawn ist. Ich glaube natürlich nicht, dass hier Respawn ist, aber... Hey, komm. Bei meinem Glück, ne? Darf ich da mal? Danke. Wann oben ist eigentlich noch... warte mal, hat der Ding eigentlich einen Hinter? Wo ich jetzt hinrenne? Ein Hinter... aus... ja, hat er. Guck mal hier. Ich wusste doch, dass hier noch Brass ist. Gerade Brass ist ja ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Hinterausgang. Entschuldigung, der hat nichts. Mein Gott, dieser trockene Husten, der auf einmal kommt, das ist eklig. Ist das ekelig. Was ich nicht mag, sind diese Räume hier, wo du alles offen hast. Diese, wo du einmal im Kreis rennen kannst. Das ist... bah. Mag ich überhaupt nicht. Ja, zum einen wegen dem hier. Yo. So nicht, meine Freunde. Da haben wir nicht... Nee. Nein. Die nächste Wanderhorde. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, doch keine Wanderhorde. Ich bin recht sicher, gerade hier oben. Nein, das ist keine Wanderhorde. Nehme ich den Sandwich auch mit. 600er Minibike-Lenker, warum nicht, ne? So ein Honig wäre mir lieber. Aber auch den gibt's gerade nicht. Nein, schon wieder. Ich weiß auch nicht, wie soll ich das gerade immer noch mitnehmen, ey. Ja, da haben sie ja gut gewütet jetzt. Habe ich denn den... Weil die Temperatur bleibt ja gerade konstant, ne? Ja gut, sie sind jetzt ein bisschen. Komm, kann mit leben. Ist okay. Da ist noch was. Schwarze Shorts mal. Das ist ganz was Neues, aber... Nee, sorry, aber... Brauche ich dann doch nicht.
Okay, so, jetzt haben wir den in Zukunft einen weiteren Weg. Wieso will ich denn immer die Taste halten? Einen weiteren Weg zur Kiste. Hieraus machen wir schon mal, wenn wir schon gerade dabei sind, Stoff. Den Lenkerer. Ja, jetzt bräuchte ich ein Repair Kit dafür, ne, wenn ich den Lenker austauschen möchte. Ich meine, klar, ich bräuchte kein Repair Kit. Aber es wäre vorteilhaft, wenn ich eins hätte. Jetzt machen wir es so. Die Slugs lasse ich hier. Komm, lasse ich den auch hier. Setze halt nach oben. Ja, es geht doch auch einfacher. So. Ja, dann lassen wir das hier. Okay, das Scrap noch. Das braucht noch eine Minute. Was machen wir? Was machen wir? Sollte passen, ne? Denke ich mal. Könnte ich mal eben in diese eine Minute da vorne zur Ruine gehen. Und einen Painkiller mitnehmen. Ja, wenn ich das nächste Getränk finde, würde ich einen Painkiller nutzen. Wenn ich das nächste Getränk finde, würde ich einen Painkiller nutzen. Ja. Also in Wasser oder sowas. Dann hau ich mir einen Painkiller rein. Weil ich will jetzt keinen Tee von mir nutzen. War ich da schon drin? Nee, da war ich selber noch nicht drin. Das ist ja die andere Seite jetzt hier. Dann gehen wir mal eben hier hin. So. Selbes Prinzip wie vorhin. Ah, Coverhut kann man nutzen. Wieder leer. Nur eine Glasscheibe. Hier ist kein Tresor drin, ne? Nee, der ist oben. So, ihr Lieben, und jetzt? Wow. Infiziert bin ich ja schon. Durch mir die Beine, ey. Ich hab den nicht gesehen. Okay, ich nutze keinen Painkiller. Ich hau mir direkt das First Aid Kit rein. Ey. Jetzt lohnt sich das ja echt. Okay, mir wird wieder kühl. Ziehen wir mal den Freundschaftsausschrank hier in Dings an. Da wäre ich jetzt fast runtergerannt, ey. Minibike steht da vorne. Übrigens hier die Platten, ne? Hier. Könnt ihr ohne Probleme. Ich sag immer wieder gerne. Was mir gerade hier am Sack geht, sind diese Leichen, die machen wir mal eben weg hier. So, den kann man scrappen, das kommt damit rein. Und das Bier kommt da auch mit rein.
Halt der nicht noch höher? Ich weiß, der Meinung, der halt noch ein bisschen höher, aber gut, okay, passt auch schon so. Die Kiste ist auch schon fast wieder voll hier, ne? Das gibt's doch nicht. Aha, Mais. Na komm, lass mal vergammeln. Oh, das ist schönes. Das ist ein schönes, aber ich geh erst hier rein. Eigentlich will ich erst das so. Das ist ein schönes Haus, aber ich gehe erst hier rein. Halt mal nichts drin. Eine Schlange. Die dürfte mich hier drin eigentlich nicht kriegen, es sei denn, sie kommt hier rein. Bitte? Das ist nicht mit einem Schlag weg? Hätte ich jetzt anders gedacht. Komm, hier haben wir aber einen drin, oder? Komm, 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 komm. Jawohl. Ja gut, ein Zombie, aber nicht der Zombie, den ich wollte. Aber immerhin ein Zombie. Nehme ich mit. Und wir kriegen auch noch gute Reifen raus, Leute. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich sogar noch bessere Reifen als die wir drauf haben, oder? Gucken wir mal eben. Nö, die Reifen, die ich drauf habe, die sind schon supreme. Ich glaube, in diesen Häusern hier ist kein Zombie drin, ne? Ich weiß, die Tür war unlocked. Aber ihr kennt das doch. Man möchte hier rein, hat die Axt in der Hand und denkt sich, mach komm, warum nicht? So ein bisschen Platz schaffen gerade. Die könnte man mal essen, ne? Warte mal. Bringt die auch Hydration zurück? Ja, die bringt Hydration zurück. Dann kann ich mir, also dann esse ich mir einen Painkiller. Entschuldigung. Ess mir Maiskolben. Ess mir das Löschen. Ja, dann bin ich beim Essen auf 100%. Viel zu viele. Das Spiel trollt mich doch gerade, oder? Ja, ja, droppen. Ja, ja, genau. So mal den Schlägen so ein bisschen entgegenwirken hier. Was ich sehr schön finde, sind, dass diese Boxen da auch Papier bringen. Das ist, finde ich sehr gut. Hat was. So, Betten, zwei Stück, jede Garnitur. Achso, die ist ja offen. Stimmt, da war ja was. Ja, nehmen wir die Betten noch mit, würde ich sagen, und dann haben wir das auch. Zum Campfire nebens. Wie heißt, neben die Betten, das ist doch immer wieder schön, oder? Ich kenne keinen, der da nicht drauf steht.
Ich gehe mit ihm zur Küste zurück. Da ist ein Dicker. So, schmeißen wir. Achso, jetzt wollte ich noch scrappen. Ach, die Tokens habe ich jetzt. Na, okay. Gucken, ob der Herr den hierher kriegt. Oder ob der in die falsche Richtung rennt jetzt. Er rennt wie wild durch die Gegend. Ja, das halt nicht. Wie kann man so unfähig sein zu schießen? Ey, ich kann das nicht abteilen, gerade. Jetzt hat er mich aber, ne? Und dann hat er niemand dabei. Aber, okay. Ich würde einfach mal sagen. So, oh, ich komme hier hoch. Ist ja mal geil. So, zack, 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 zack. Für heute mache ich nämlich Feierabend. Ich verabschiede mich daher und wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut und nächstes Mal looten wir dann hier die Stadt weiter. Also, bis dahin. Habt einen schönen Tag, wie gesagt, und tschüssi.